Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Servervorstellung vom niegelnagelneuen Server Dragodia. Er ist jetzt gerade wirklich veröffentlicht worden und ich möchte gerne euch ein bisschen bekannt sagen. Ich streame ja gerne ein bisschen Minecraft und wir drei haben zusammen einen Server aufgemacht, der ein bisschen mehr Rollenspiel ist, aber dennoch natürlich ein bisschen frei ist, weil viele Leute natürlich nur gerne ein bisschen spielen wollen oder ja manchmal einfach kein Rollenspiel machen wollen. Und wir haben so gedacht, wir tun ein bisschen Gothic-like, also Gothic das Spiel, also die Spieleserie, und haben dadurch auch noch ein Rollenspielsystem mit MC-MMO eingebaut oder auch viele Datapacks, wie zum Beispiel den Backpack-Mod, also Mod, Datapack, genau, eingebaut. Und jo, also es macht sehr viel Spaß, weil man eben auch sehr leveln kann. Man kann NPCs erstellen, also wirklich auch ja, zum Beispiel Dorfbewohner oder Monster. Und ja, der 1.18 World Generator, der existiert auch schon. Also hier hat man sogar noch ein Smiley, das habe ich gebaut, weil der Schnee war wirklich hier hässlich. Und der Bart hat Just Marco gebaut, der Community Manager. Genau. Und ja, wir machen das so, dass wir hier wirklich das Minental hin, also es kommt das Minental hin. Jetzt nicht unbedingt 1 zu 1, aber nahe an 1 zu 1. Dann, ja, hier kommt ein Markt hin, wo ihr einkaufen könnt. Hier kommen ein paar Schiffe hin und so ein unterirdischer Durchgang. Also eine ja, U-Bahn sozusagen. Und hier kommt noch das Rathaus hin. Weil alles so wirklich ja, mit dem Survival-Modus gebaut wird und natürlich nur erst ein paar Tage alt ist, ist natürlich noch nicht so viel da. So, gehen wir zu den ersten Grundstücken. Da wohnt Just Marco irgendwo. Er hat sich eine Fischehütte gebaut. Genau hier. Und ja, ist unser Fischer. Zum Beispiel meine Sushi und Bar in einem Schiff. Ich baue ein Schiff, das ist leider jetzt noch ganz, 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 ganz am Anfang. Hier wohnt, ja, können wir kurz schauen. Nein, nicht MBC, Info. Chronix, genau. Und er hat eine Unterwasserbasis gebaut. Da müssen wir kurz hier rein. So. Ja, schön. So, genau, hier ist es noch ein bisschen dunkel. Dann können wir mal kurz einen Kompass holen, damit wir nicht hier runter müssen. So, ah, geht gar nicht. Das Plugin ist, doch ist es denn. Okay, also, jo, hier baut er mit Schiefer und Stein eine Basis. Bis hierhin geht das Grundstück. Und bin ich natürlich sehr gespannt, was er so baut. Sieht richtig gut aus. So, können wir auch nach oben. Bitte, danke. Sehr gut. Jo. Also jetzt momentan gibt es natürlich noch ein bisschen wenig Spieler. Aber die meisten Spieler werden halt jetzt noch ein bisschen vom Rollenspiel und so abgeschreckt, weil natürlich GTA Roleplay oder so andere ähnliche Rollenspiel hat immer sehr, sehr viel Real Life ist und da wirklich auch nicht so, ja, es ist halt einfach sehr strikt. Also, wenn ihr einen Fehler macht, dann werdet ihr wahrscheinlich gebannt oder so auf diesen Servern. Bei uns, wenn ihr kein Rollenspiel macht, dann seid ihr einfach eine Person, ein NPC oder ja, eigentlich ein Spieler, der einfach nicht mitspielt. Also, es wird uns nicht stören. So, und das ist mein Grundstück. Hier ist das Schiff. Ja, ich habe es leider wieder ein bisschen abgerissen, weil es sah halt wirklich nicht gerade so parallel aus. Ich muss doch noch ein bisschen nach links. Es ist ein extremes Ausmessen, weil es muss ja natürlich auch hier schön balanciert sein. Ja, und Portal habe ich auch schon gemacht. Ich bin halt jetzt eher so ein bisschen am Ausprobieren, ob die Skills und so gut sind und ich habe mir halt so die Spielerköpfe, um zu schauen, wie sie so aussehen.
und mache noch Pferdezucht. Da hat man einfach noch nicht so Zeit, weil ich ja nicht so viel spielen kann. Ich bin ja schon recht viel am Sport machen und hat nicht immer so viel am Livestream, leider. Aber ein bisschen Motivation, wenn ihr mir gerne ein bisschen helfen könntet, einfach ein bisschen mitspielen könntet und so, dann könnte ich wieder viel mehr Livestream. Ist jetzt halt einfach nicht gerade so möglich, weil es auch sehr kalt ist und ja, ich bin ein bisschen krank, leider. Gut, dann schauen wir noch das Dorf an, hier. Das Dorf wird einfach sozusagen ein Platz für die NPCs haben von diesem Plugin. Da ist zum Beispiel der Eremologist, das ist ein neuer Jobberuf und er verkauft dann diese Köpfe. T-Rex-Kugel hat mir so gefallen. Ja, und also die verkaufen nur diese Köpfe und nichts anderes. Und wir wollen natürlich auch für die Leute ein NPC Handels, also wo ihr wirklich NPCs seht und dort auch etwas handeln könnt. Genau, hier ist auch noch einer. Das ist der Ozeanographer. Der hat Ozeanblöcke und Starfish sogar. Cool. Mega geil. Also natürlich gibt es auch eine Farmwelt. Da bitte. Ja, alles abbauen. Nichts, also nichts Grobes in der Welt bitte. Also ihr kommt nicht aus einer Schlucht oder kommt nicht durch eine Höhle oder so Sachen, dann dürft ihr natürlich ein, zwei Blöcke abbauen und so weiter. Hier ist die Farmwelt, also ja, ist natürlich noch relativ neu. Es haben noch nicht so viele etwas abgebaut. Aber es gibt eben diese verschiedenen Strukturen von 1.18 schon. Ich suche gerade diese Lush Cave. Die muss irgendwo hier sein. Vielleicht hier drin. Nee, leider. Irgendwo hier. Also hier haben wir schon ein paar. Man sieht's. Also hier unten drunter müsste die Lush Cave sein. Ja. Okay. Also hier haben wir wirklich diese Blöcke. Ja, aber es gibt noch eine große. Ich weiß noch nicht genau, wo die war. Das hat schon einige Zeit her. Aber ja, eben. Es gibt natürlich ziemlich viele Sachen. Aber von den aktuellen Snapshots gibt es halt noch nichts. Also wir suchen gerne ein paar Leute, die aktuelle Snapshots. Ah, hier war es. Okay. Auf den Server tun können, ohne dass es 1.18 Snapshot wird. Und jo. Dann hätten wir natürlich die aktuellsten Generator schon drin. Jo, und eben, wir machen verschiedene Völker. Wir haben Citizens eben, wir haben Townies. Townies ist so ein Programm, wo ihr wirklich eigene Zivilisation Ding haben, dann bekommt ihr auch Geld und das Geld müsst ihr natürlich den anderen Leuten, die in eurem Ding sind, auch geben. Also, nein, Money. So, ich habe zum Beispiel 3000, ich könnte jetzt zum Beispiel, sagen wir Just Marco, der wohnt ja auch bei mir, mal so sagen wir 1000 Euro geben. Und, also was ist das einfach für Geld? Ja, S, also einfach Geld. Und ja. Ding. Und jetzt mache ich einfach mal testweise Creeper und so, die halten nicht mehr aus, die Creeper. Aber zum Beispiel Giftspinnen halten viel mehr aus und ja, Ghasts glaube, ja, Ghasts nicht, also da habe ich mit einer Kugel zurückschleudern die getötet. Es ist einfach so ein bisschen angepasst ans MC-MMO, dass sie wirklich auch levelt MC-Stats. Genau. Ich bin zum Beispiel Fischen sehr gut und Mine und Herbalismen natürlich. Beim Taming habe ich erst begonnen, da bin ich erst Level 5. Aber ja, das zeigt, also Power Level ist glaube ich alles Stats zusammen. Oder einfach nur die Kampfstats, aber die passen ja nicht zusammen, die sind ja viel weniger als 500. Keine Ahnung, also genau weiß ich es nicht. Und eben, es gibt auch die großen Eisberge, die kann ich kurz mal beim Spawn auch wieder zeigen. Ja, sind eigentlich alle Plugins drin, die so Commands machen, also zum Beispiel auch slash set home, zum Beispiel house, könnt ihr eingeben und dann mit slash home house dorthin teleportieren.
Und dafür habt ihr vier Dinge. Wir haben es ein bisschen reduziert, weil es ist ja ein Rollenspiel, da müsst ihr halt ein bisschen mehr laufen. Aber da könnt ihr zum Beispiel mit Pferde, mit der U-Bahn fahren und so weiter. Also hier ist auch sehr schön. Genau hier sind die Gebirge, also wirklich die neuen Biome, Geröllberge. Das ist aber aus Gravel, oder? Da unten drunter ist wahrscheinlich Gravel. Das sind Schneeblöcke. So richtig geil. Dankeschön, Xcarus LP, für die Unterstützung. Weil das ist schon sehr, sehr schwer zu machen. Das ist nicht so leicht, ja, das alles einzustellen mit Datapacks. Vor allem mit den Configs ist das natürlich schon relativ schwer. Jo, so Sümpfe haben wir jetzt eigentlich auch. Sümpfe waren ja immer so recht härtig und hier haben wir sehr viel Wasser. Also muss auch neu generiert, also neuen World Generator haben für die Sümpfe. Aber vor allem eben für die Berge, die sind viel höher geworden. Die sind jetzt zum Beispiel 123, sondern 64 hoch. Und man kann auch sehr viel weiter nach oben bauen. Ich glaube 360 und minus 4 oder minus 61. Irgendwie so etwas. Also ihr könnt viel höher bauen. Stellt euch mal vor, ihr baut hier ein Turm oder so. Das ist einfach gigantisch. Ihr könnt nicht mal weit schauen, weil das selber halt natürlich noch nicht so stark ist. Aber da sind wir dran, einen Root-Server zu machen, der dann unglaubliche Sichtweite hat. Aber das geht noch einige Zeit. Also wenn ihr unten seid, dann seht ihr natürlich schon sehr weit. Aber eben weiter oben noch nicht. Das liegt einfach daran, dass wir nicht den Server überlasten wollen. Wenn ihr unbedingt größere Sichtweite haben wollt, dann könnt ihr das gerne dann später oder jetzt schon eigentlich einem Admin geben und später dann im Rathaus. Das ist sozusagen das Wunschhaus. Könnt ihr da jo, alles so ein bisschen euch wünschen. Also wir sind sehr offen. Wir sind nicht böse, wenn jemand irgendwie grieft oder mal cheatet oder so. Wir sind eine ganz nette Community und ich hoffe einfach, dass alles ein bisschen fair und sachlich abgeht. Jo. Und wenn ihr Ideen habt, natürlich für Townies, Völker und so, sagt es einfach, ihr dürft sogar ja, so Outlander spielen. Also der Xcarus LP ist ein Outlander. Der möchte dort wohnen, wo die Welt dann aufhört. Ja, im Chaos. Hinten. Gut. Also, dann wünsche ich euch ja, einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zusehen. Euer Dragobasa. Tschüss.